Raum ist die Kodierung überlastet. Okay, jetzt ist es weg. Sehr gut. Der schwarze Ritter der kalten... Ist der kalten Herzens? Der schwarze Ritter, der kalten Herzens den Vater von Alk getötet hat, ist in den Trümmern des Schlosses verschwunden. Doch auch Nasi haben die Trümmer unter sich begraben. Am Ende hat er nicht preisgegeben, wie er es in seinem Herzen aussieht, sondern hat mit seinen letzten Worten ein weiteres Mysterium hinterlassen. Was versucht er Alk zu sagen? Was waren seine Ziele in diesem Krieg? Wonach hat er gesucht? Alks Seele wird einmal mehr mit einer schweren Erinnerung belastet, mit dieser muss er voranschreiten. Die Armee von Krimea und ihre Lagus-Verbündeten haben den Test im Schloss Nardos bestanden. Schließlich kommen sie am Ziel an, dem Schloss von Krimea. Ihr Gegner erwartet sich schon, es ist niemand anderer als Ashnard, König von Darein. All die Strapazen, die sie erduldet haben, werden vergebens, wenn sie hier verlieren. Der kommende Kampf wird mit äußerster Sorgfalt vorbereitet. Die letzte Schlacht rückt immer näher. Eine Aura des Hochgefühls stellt sich ein, doch Alk lässt seine Augen konzentriert auf den Pfad, der vor ihm liegt. Und macht sich bereit für das, was in der Zukunft auf ihn wartet. Aber wir wissen, es ist nicht das letzte Kapitel, es kommt noch zwei Kapitel. Das ist Kapitel 28, Dämonenturm. Das ist ein wirklich sehr ätzendes Kapitel, also wirklich, das ist ein sehr... Das ist ein schwieriges Kapitel. Master Ike, die Prinzessin der Sirenis wird südlich von hier gefangen gehalten, im Turm zu Kritnea. Woher weißt du das? Ich war auf der Suche nach Informationen und stieß so auf eine Truppe von Daen, die diesen Turm bewachen. Das war die Information, die ich brauchte. Du wirst mir nicht mehr darüber verraten, oder? Egal wie wichtig es auch für unseren nächsten Kampf sein mag. Es tut mir leid. Was habe ich mir gedacht? Ich habe mich dazu entschieden, dir zu vertrauen, daher bleibt uns nur auszurücken. Naja, der Dämonenturm. Tanya, Soro, bei Tagesanbruch werde ich mit deiner kleinen Truppe zum Turm von Kritnea aufbrechen. Was willst du denn da? Dort wird Lien gefangen gehalten. Seid ihr sicher? Sehr sicher, ja. Gut, dann gehe ich mit euch. Genau wie ich. Natürlich. Die Hauptarmee, hast du darüber nachgedacht, was sie tun sollen? Ja, das habe ich. Das ist ja, kann ich auf euch zählen? Natürlich. Ich werde hierbleiben und dafür sorgen, dass die Vorbereitungen zum Sturm auf die Hauptstadt vorangehen wie geplant. Aber ihr müsst versprechen, zurückzukehren und Milady Lien mitzubringen. Ich werde mich daran halten. Ah ja, der Bericht. Held ist Joffrey, wir haben sehr viel Bonuserfahrung bekommen. Keine Verluste, keine Schwerverletzten, bla bla. Wir sind ja nicht bei XCOM, wo die Schwerverletzten sich auswirken. XCOM auch ein tolles Spiel, was wir mal spielen könnten. Sehr ähnlich aufgebaut wie Fire Emblem. Heiliger Ritter. Gut gemacht. Ihr habt euch in sehr kurzer Zeit sehr verbessert. Ist das wirklich eure Meinung? Ich weiß nicht, wie man lügt oder falsche Lobe ausspricht. Ich bin Vizekommander der Leibwache der Hohepriesterin. Wenn ihr nicht zu hören berufen wäret, würde ich die Hohepriesterin selbst bitten, euch in ihren Dienst zu stellen. Oh, vielen Dank. Ich kann es selbst nicht glauben. Wenn ihr mir nicht helfen würdet, Tanith, wäre dies alles nicht möglich. Neue Rekruten zu trainieren gehört seit langem zu meinen Aufgaben. Doch, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden unterrichte, der so dankbar dafür ist. Mit einem anderen Schüler nennen mich immer Großer Dämon, nicht wahr, Marcia? Großer Dämon? Beim großen Himmel? Nein, das ist absurd. Wir alle bewundern unseren ernsthaften und engagierten Vizekommander Großer Dämon. Großer Engel. Ha, sicher doch. Mal ernsthaft, ihr habt euch sehr verbessert, Prinzessin. Vielleicht sollten wir etwas Besonderes ausprobieren. Was nicht das? Sie ist noch nicht so weit. Ihr seid verrückt. Hanif, ich weiß nicht, ob ich so weit bin. Hört zu, Prinzessin. Unsere Gegner sind Daens Elite-Truppen, die von König Ashnard höchstpersönlich angeführt werden. Wie wollt ihr ihnen gegenübertreten? Ohne auch nur eine tödliche Attacke zu beherrschen. Ihr macht das, Vizekommander, und wir werden weiter trainieren. Nicht wahr, Prinzessin Elincia? Ich möchte es versuchen. Was? Ich will stärker werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich alles tun, was nötig ist. Das sind Worte, die mir gefallen. Nun, um euch zu unterstützen, werde ich Techniken beim Training einsetzen, mit denen die Leibgarde der Hohepriesterin trainiert. Sehr gut. Oh, verdammt. Komm, wir haben keine Zeit für Nettigkeiten. Ihr beide folgt mir nun. Hey, Gewürm, wollt ihr ewig leben? Ja, Ma'am. Ah, sie ist wirklich ein Dämon. Die drei sehen beschäftigt aus. Ich denke, ich werde später mit ihnen reden. Ja. Unterstützung. Wir haben noch Iliana und Lucia. Mehr haben wir jetzt nicht mehr. Und Jana fahren wir noch mit Lucia, aber... Wir haben noch die beiden. Wo ist Iliana? Ich habe sie gebeten, hier auf mich zu warten. Wo ist sie nur hingelaufen? Du, Lucia... Iliana, ist etwas passiert? Nein, ich bin nur so hungrig, so hungrig. Hungrig? Hast du denn nichts gegessen? Nein, nicht genug. Ich hatte nur 5 Portionen. Was? 5 Portionen? Ja, oh, und ich habe Soren noch seine Lammkeule stibitzt.
Das ist ja gerade nicht hin, sagen. Wie viel isst du denn normalerweise? Wenn ich koche, bereite ich ungefähr 6 bis 7 Portionen. Ah, du bist aber kein Lagus, oder? Nein. Hör mir zu, Iliana, ich habe dich in den letzten Tagen sehr hart trainieren lassen. Habe dabei nachgedacht. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Das ist vollkommen richtig. Aber ich kann dich nicht zurücklassen. Das hast du so weit geschafft. Den Rest schaffen wir gemeinsam. Ja, das macht mich froh. Du kochst mir leckere Gerichte. Du bist so schön und stark. Ich möchte stets an deiner Seite sein, Lucia. Sehr, oh, schön. Dann gehen wir jetzt und essen etwas. Deine Kochkunst. Ich kann deine vorzüglichen Speisen schon fast schmecken. Du bist immer so hungrig. Ich koche dir, was auch immer du möchtest. Dafür musst du aber auch hart trainieren. Das mache ich. Oh, ich bin ja so froh. Iliana mag jeden, der einfach nur Essen macht mit für sie. Also der ihr einfach nur Essen bringt. Es ist 7 Portionen. Niemand isst 7 Portionen. Sagen wir noch Lucia und Janosch. Was aber jetzt irrelevant ist, wir können es machen, aber wir brauchen es nicht. Muss ein Ritter von Finnesis sein. Was? Wir hatten doch nicht das Vergnügen. Ich bin Lucia von Crimea, eine Untergebene der Prinzessin Elincia. Ich möchte euch meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Meinen Dank für die Hilfe und Unterstützung, die euer Land uns hat angedeihen lassen. Nehmt ihn an. Klar, warum nicht? Ich meine, wie zuvorkommt, mein Name ist Janov und ich bin von unserem König hierher entsandt worden. Wenn ihr also wirklich jemand Dank aussprechen wollt, dann dankt unserem König. Sehr wohl. Doch obwohl eine persönliche Audienz eine ausgesprochene Freude wäre, solche Eskapaden unter den gegebenen Umständen leider nicht durchführbar. Bitte überbringt König Tiban meine freundlichsten Empfehlungen. Lange lebe der König, er lebe lang. Ja, ist schon gut. Was ist mit euch? Also ich verstehe nicht, wozu dieses formelle Gehabe gut sein soll. Wir kämpfen Seite an Seite in derselben Armee, richtig? Richtig? Ich habe eine bessere Idee. Gehen wir doch heute Abend in die Stadt und feiern unsere neue Freundschaft ausgiebig. Ich zahle die Zeche. Oh, das geht nicht. Mein Vater wäre nicht damit einverstanden, wenn ich ohne Anstandsdame ausginge. Wenn ich ohne Anstandsdame ausginge? Was? Das ist aber sehr schade. Du siehst aus wie eine begehrenswerte Frau. Bist aber immer noch ein Kind? Bei euch, Björk, kann ich nie sagen, wie alt ihr wirklich seid. Ohne Anstandsdame. Also bitte. Du brauchst keine Schwerter mehr. Bei dir ist alles gut. Du brauchst nur noch Ragnell. Ragnell hat übrigens, glaube ich, auch einen Crit-Wert, ne? Von 5, ja, okay. Ich glaube, nur das einzigste Schwert, was, glaube ich, stark genug wäre, um gegen das noch vorzudrehen, ist, glaube ich, das Rundschwert. Ne, es hat 15 Stärke, Ragnell hat 18. Na gut. So. Was noch Kühnheit dabei, das können wir ablegen. Leta hat geraubt, Sota hat noch geraubt, genau. Ach, jetzt brauch ich dich auch nicht mehr. So, du brauchst den Truhenschlüssel auch nicht mehr. Dafür braucht das nicht mehr. Ja, die beiden, den lasse ich das jetzt einfach, weil das ist mir jetzt relativ bei nein. Tauroneo, deine Lagungslanze lassen wir mal hier, weil die kriegt. Nefine, weil die Feuerlanze ist scheiße. Nimmst eine Lagus-Lanze mit. Wir haben sogar noch eine, egal. Die Stahllanze kann auch weg, du kriegst auch eine neue. Du kriegst halt, nimm halt noch eine Silberlanze mit. So, Ike braucht nur Ragnell. Danif, Alter, leg das scheiß Dings weg und das Kurzspeer auch. Nimm dir lieber noch ein paar Schwerter, die es würdig sind zu führen. Lagus-Brecher zum Beispiel können wir jetzt gut gebrauchen in dieser Mission. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Mission. Und ein gescheites Silberschwert. So, Joffrey, du kannst auch noch. Leg die Stahllanze weg, die brauchst du doch, Nimi. So, du nimmst jetzt auch noch eine Lagus-Lanze mit und die Silberlanze legst du auch ab. Dafür kriegst du von mir, von dem Händler, eine frische, schöne neue Silberlanze geschenkt. Ist das nicht was? Wir könnten zwar jetzt nochmal schmieden, wollen wir aber nicht. Erholung. Ja, gut, brauchen wir nicht. Er braucht aber noch Heilmittel, sehe ich gerade. So, da hat mir das geklärt. Selincia braucht nix. Marcia. Ah, leg den. Nee, warte, eigentlich. Leg den Ritter tot ab, der bringt dir so oder so nix. Wie hoch ist deine Magie? 11. Er ist nicht so hoch. Kannst nicht, aber du kannst auch Schwerter tragen, ne? Aber Eisenschwerter. Ja, nimm den Speer mit. Damit bist du gut bedient. Lucia hat einen Lagusbrecher, Stormblade, Silberschwert. Sie ist gut bedient, sie ist gut bedient. Bei den einen Elfendonner lege ich weg. Dafür kann sie ein Feuermagie mitnehmen.
Eigentlich wäre doch Windmagie noch ziemlich nice bei ihr. Sie gibt dafür den Donner ab. Dafür nimmt sie noch die Elfenwind mit. Jetzt sie gegen alles gewappnet, das ist sie perfekt. Jetzt sind alle Leute so gut ausgestattet, wie ich es gerne hätte. Wir haben noch Erfahrung, viel Erfahrung. Ich weiß nicht, wem wir sie geben sollen. Jete würde ich sie gerne geben, eigentlich, dass sie einfach stärker wird mittlerweile. Der Rest ist okay, ist stark, also nichts auszusetzen, mehr oder minder. Arnulf ist, ja, gut halt, aber, ja. Ja, wir geben es Lethe, oder? Ja, wir geben es Lethe. Wie, die kann ich höher als Level 20 kommen, muss ich verarschen? Ja, 20 geht nicht? Ich dachte, die können 40 kommen. Dann ist es auch Radiant Dawn, tut mir leid, Leute. Dann ist das auch Radiant Dawn, dann werden wir, boah, wir werden dann Sachen geben, Lucia. Dann geben wir Lucia die restlichen EP und machen sie auf Level 20. Oder wir machen Ike auf Level 20. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann mit den restlichen EP dann den Rest. Dann ist Ike auch soweit. Wobei seine. Ihm bringt es ja, nee, gar nichts mehr, ihn hochzumachen. Der hat doch schon alles, ich Idiot. Lucia. Weitermachen. Das bringt ja gar nichts mehr, ihn hoch zu boosten. Der ist ja alles auf Maximum. Alles Wichtige. Stärker kann er nicht mehr werden als mit Ragnell. Also wird jetzt Lucia trainiert. Damit sie hoffentlich mal bald mehr Kritten tut. Was da nichts damit zu tun hat, dass sie Level-Ups kriegt, aber naja. Doch die Geschick, glaube ich, oder die Fähigkeit sind es, die. Muss ich kurz mal gucken. Level 18. Und Level 19. Level up. So, und Level 20. Da haben wir es auch geschafft mit ihr. Sie ist neben Ike der erste. Ne, neben Lethe, der jetzt der Level 20 erreicht. Sehr gut. Sie hat ein Geschick von 28. Muss ich aber ganz kurz gucken. Ne, ist alles nur Trefferquote. Naja. So, sie hat leider. Wir haben leider kein krasses, geiles Schwert mehr, ne? Weißt du was? Tausch mit Tanifenschwert. Gib ihr. Eigentlich will ich bloß, dass Lucia den das Runenschwert bekommt. Den Schnitter. Und sie kriegt dafür das Runenschwert. So, wir sind fertig. Sichern und los geht's. Ab zum Dämonenturm. So, vorletzte Mission. Fire Emblem Path of Radiance. Oh, ich muss ganz kurz mal gucken. Das interessiert mich jetzt gerade, wie viel Platz habe ich noch auf der Platte, weil ich habe echt viel aufgenommen heute. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht sehr gut. Leute, sie haben noch 600 MB frei. Ich muss schnell was löschen. Boah, zum Glück habe ich nachgeguckt. Aber was lösche ich? Ich hab da nichts installiert. Das Spiel war nicht sehr groß. Scheiße, was lösche ich? Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss irgendwas finden, was ich löschen kann. Toll. Ja, ich habe sowieso keine Zeit momentan zu spielen, dann kann ich es auch löschen. Das ist, glaube ich, ja kein sehr großes Spiel, aber es wird, glaube ich, reichen, um zumindest die eine Folge fertig zu machen. Gut, dass ich geschaut habe jetzt gerade mal. Sorry, dass ich jetzt gerade mitten in der Folge mache, aber es ist echt wichtig, dass ich gerade mal geguckt habe. Ah, das ist nicht sehr gut, dass wir jetzt so viel Platz weggenommen haben vom Rechner.
meine Aufnahmeplatte vor allem. Oh, zugegeben, ja, auch LOL installiert ist. Aber ich komme momentan dank der Arbeit, das kann ich ganz kurz erzählen, dank der Arbeit komme ich so kaum zum Spielen. Ich habe jetzt auch meinen ersten freien Tag quasi mehr oder minder nur dazu genutzt, zu schlafen. Und abends, weil die alle Counter-Strike zocken waren, bin ich hingegangen und habe einfach Fire Emblem aufgenommen. Jetzt die ganze Zeit, so jetzt muss ich es noch... ist es jetzt schon komplett weg? Muss es nochmal eben schnell löschen. So... Ist es gleich soweit, sorry Leute. Ist gleich fertig. LOL hat nur sehr viele Elemente. Wir sind gerade bei 35.000 Elementen. 36.605 Elemente hat League of Legends. Aber was man nicht alles tut für seine Aufnahmen, Leute. Was man nicht alles tut. Das Löschen dauert ein bisschen, weil es echt viele Elemente sind, aber naja, was soll's. Ich muss halt echt aufpassen, so ein bisschen, weil die Platte läuft halt mehr und mehr voll. Aber wir können weitermachen, das löscht jetzt noch seine Zeit. Und dann können wir weiterspielen, so. Und dann können wir weiterspielen, es löscht jetzt und dann ist gut. So, Ende. Turm zu Grit näher. Hehehe, sie scheint endlich wieder zu sich zu kommen. Wir haben das Mädchen hier auf Direktbefehl seiner Majestät gefangen genommen. Izuka, du Penner. So einfach ist das, sehr einfach, sehr bequem. Und plötzlich gibt er uns all diese besonderen Anweisungen. Darf nicht entkommen, pass auf, dass sie nicht krank wird, pass auf, dass sie nicht getötet wird. Notierung überlassen. Warum? Seine Hoheit sollte selbst am besten wissen, wie schwer es ist, diese Vögelchen bei Gesundheit zu halten. Gibt es ein Problem? Was denkst du dir eigentlich? Du störst mich in meiner Meditation. Ich denke gerade nach. Ich bin deine Ablösung. Eine Wache, Ich sehe eigentlich gar keinen Grund, hier eine Wache postieren zu müssen. Eure Armeen haben immer so ihre Regeln und Vorschriften und so weiter und so fort. Naja, da kann man wohl nichts machen. Ich glaube, dass Wachen und Patrouillen wichtig sind. An anderen Orten ja. Aber im Turm zu Grit näher gibt es momentan eine Schwemme von Veteranen. Von den Biestern mal ganz zu schweigen, diese Raubtiere meine ich. In diesem Ort einen Fluchtversuch zu unternehmen, kommt einem Selbstmord gleich. Nicht, dass ich das schon einmal versucht hätte. Eine Wache ist notwendig. Hey, was soll das denn? Wer sagt das? Oh, du, notwendig. Warum? Nun, wenn das Mädchen sein Zimmer verlässt, könnten wir nicht verhindern, dass sie getötet wird. Oh, du hast also einen Schwachpunkt gefunden. Das ist ein Problem mit uns Gelehrten. Wir konzentrieren uns immer auf eine Sache und übersehen Wesentliches wie... Verdammt, das sieht nach Ärger aus. Du, hör gut zu, du bleibst hier und hältst Wache. Das Mädchen darf nicht einen Schritt aus diesem Zimmer machen, hast du mich verstanden? Hey, ich habe dir doch gesagt, dass wir Wachen brauchen. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Immer wenn ich gerade mit einem anderen beschäftigt bin. Mist. Endlich, ich denke, der Typ ist ein bisschen zu hart auf den Kopf gefallen. Hallo, kleines Mädchen der Reihe, du musst keine Angst haben. Ich tue dir nichts, bleib einfach ruhig da sitzen. Ja. Das ist der Turm zu Grit näher? Das ist er. Du, Ike, da ist etwas sehr Seltsames an diesem Turm. Es riecht, etwas ist wirklich seltsam. Was denn? Ich spüre verschiedene Lagus hier, aber was ist das? Etwas riecht schrecklich. Im Turm befinden sich Lagus, denen Gift gegeben wurde. Unreine Tränke, um ihre wahre Gestalt zu verschleiern. Sprichst du von den Lagus, die ihre Gestalt nicht verändern können? Wie die, gegen die wir in Benion kämpften? Ja. Weißt du, wie viele es sind und um welche Arten es sich handelt? Was ihre Zahl angeht, bei vorsichtiger Schätzung würde ich von 30 ausgehen. Arten? Tiger und Katzen vom Stamm der Raubtiere, Falken und Raben vom Stamm der Vögel und Drachen. Es gibt dort auch Drachen? Nicht mehr als 10. Wahrscheinlich nicht mehr als 10. Wir müssen gegen 10 Drachen wie dich kämpfen? Sie sind nicht wie ich, Master Ike, sie sind sehr viel stärker. Das macht einem nicht gerade Mut. Egal, wir müssen uns beeilen, es wird bald dunkel. Es ist mehr als peinlich, aber wir vom Stamm der Vögel können im Dunkeln nicht gut agieren. Das ist leider wahr. Natürlich haben unsere Gegner die gleichen Probleme. Andererseits bedeutet Dunkelheit für Lagus meiner Art nichts. Es könnte schon viel von Bedeutung sein, je nachdem, wen wir vor uns haben. Es sind mehr vom Stamm der Raubtiere als andere Lagus. Das liegt an der Nähe zu Gallia. Bist du sicher, dass du auf unserer Seite stehen willst?
Ja, natürlich, deshalb gebe ich euch doch auch genaue Informationen. Sobald es dunkel geworden ist, befinden wir uns also im Nachteil, sehe ich das richtig? Nun gut, da wir jetzt das jetzt wissen, können wir unsere Pläne danach richten. Du gehst mir für meinen Geschmack zugelassen an die Sache heran. Dies wird genug, Ranulf. Wir haben für so etwas keine Zeit. Wir müssen den Eingang zum Turm finden. Ja, ich komme ja schon. Ja. Es wird hart. Ein harter Kampf. Aber machbar. Das hat länger gedauert, als ich erwartet habe. Verfluchte Halbmenschen. Flohsäcke. Hä? Wo ist das Reihermädchen und die Wache? Hallo, Wache. Vogelmädchen. Hey. Das kann doch nicht... Nein, ich wurde hereingelegt. Nein. Was soll ich denn jetzt so machen? Wenn das herauskommt, jetzt seine Majestät. Er wird mich an den Daumen aufhängen. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Ich werde das nicht melden. Denk nach, Izuka. Denk nach. Wenn ich die Aufmerksamkeit irgendwie von mir ablenken könnte. Master Izuka. Ja. Master Izuka, wir haben ein Problem. Eine seltsame Gruppe von Aufrührern nähert sich dem Turm. Sie sind schwer bewaffnet, Sir. Master Izuka? Ein Aufrührer? Hast du gerade gesagt, dass Aufrührer sich mehr nähern? Ja, Sir. Eine Gruppe mit Halbmenschen und Menschen. Ah, so. Dann sollten wir ihnen einen herzlichen Empfang bereiten, nicht wahr? General Hedwins Magier haben sich ihrer angenommen, aber das reicht nicht. Wir müssen die Hauptstadt um weitere Verstärkung bitten. Lass die Biester frei. Diese Monster aber... Kein Grund zur Sorge. Ich habe ihnen eben erst ihre Medizin gegeben. Sind darauf abgerichtet, keine Soldaten aus Dain zu attackieren. Nun, ich. Sofort, der Feind darf den Turm nicht betreten. Ja, Sir. Hey, welch glücklicher Zufall. Nun, ich werde ihn ausnutzen, um meine Flucht vorzubereiten. Der Penner. Viele von diesen scheiß Lagus hier einfach sind. Ja. Schaut euch das an. Was für eine prächtige Mischung aus Vögeln, Raubtieren und Drachen begrüßt uns hier. König der Falken, darüber sollte man keine Witze machen. Sie haltet durch, meine Geschwister, nur noch ein bisschen. Bald werde ich euch die Freiheit schenken. Oh, Ban ist nicht der Einzige, der angefüllt ist von Zorn und Wut, das Geschenk der Göttin zu missbrauchen. Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben. Prinz Raisin, komm Ranulf, schießen wir uns ihnen an. Wir müssen Lian so schnell wie möglich retten, für Raisin, aber auch für alle anderen. Die armen Lagus, jemand wird heute dafür mit dem Leben bezahlen. Für alle, die da jetzt gerade rumhängen, ne? Gruppen. So, 12 Leute können wir mitnehmen. Sote, das ist keine davon. Ena können wir mitnehmen, echt. Sehr gut, werden wir machen. Ansonsten, naja. Halt, nehmen wir wieder Raisin mit. Sonst werden wir halt ihn wieder nach hinten setzen. So. So, und auf zum Kampf. Das ist halt jetzt wirklich ein harter Kampf, weil hier echt viele von den Lagus stehen. Und es sind nur 3-4 Drachen, also bitte. Da oben kann man hin. Und Hedwin ist damit Königsblitz. Eieiei, okay. Donner vom Rang S. Rang S. Naja, gut. Dann werden wir denen mal Einhalt gebieten. Hat doch jeder seine Lagus-Waffen bereit? Ja, theoretisch schon. Wir werden sie auch brauchen. Und ich wusste, dass die Mission kommt. Das ist eine Mission, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Weil ich damals, als ich nur Ike trainiert habe, hier einfach durchgerannt bin mit Dragnell. Einfach Schnetzel. Und dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Ach ja. Ah, sie hat nichts dabei. Naja. Da sie eh nicht töten kann, kann sie auch mit der Meisterlanze versuchen, ihn zu töten. Das ist genau das, was ich wollte. Die Meisterlanze nutzen. Schön. Und dadurch, dass Ike jetzt in den Fernkampf kann, ist kein Gegner mehr ein Gegner für ihn, mehr oder minder. Ike ist jetzt einfach nur ein Monster. Mit seinem Ragnell und dem einen Heilmittel. So, Tanif ist ja auch wieder dabei. Und auch sie wird Verstärkung rufen, weil wir brauchen so viele Leute wie möglich.
alles auszulöschen, was wir hier finden. Und ja, ich bin sehr kaltherzig, ich weiß. Oder Bußbrecher ausrüsten, warten. So, da Bußlanze ausrüsten und warten. Wir werden jetzt in dieser Mission wirklich mal geschickter vorgehen. Nicht einfach nur durchrennen wie Wahnsinnige. Gut, die Bahn wird es machen. Daher, aber naja. Er ist auch nicht der Schnellste. Weil ich weiß es gar nicht, wie schnell der ist. Okay, er ist nicht schneller als wir. Weil es gar keinen Sinn macht, die da lang zu schicken. Das ist ein Gegner. Einer. Partnerzug, da haben wir jetzt die Garde und natürlich die Bahn. Der, ja, der wird halt alle umrotzen einfach. Warte auf Mars hier. Rabe. Das ist Mars, der größter Trumpf ist nun mal einfach die Meisterlanze in dem Kampf. Die Drachen werden, glaube ich, hart, aber dafür mehr Tibanen theoretisch dabei. Was ist sie denn ausgerüstet gerade? Donnerschwert, naja, guck, ist nicht gerade geil gegen die. Gegen die Vögel wäre es geil, gegen die jetzt eher weniger. Daher werden wir das Donnerschwert gleich mal austauschen. Ich habe nicht gewusst, welche Waffe die ausgerüstet hat. Hätte ich natürlich überprüfen sollen, aber naja, gut. So, dann haben wir ja. Die beiden sind fast verwandelt. Schade, ey. Und fast one-hitten. Wir retten sie. Definitiv, wir retten sie. Ja gut, eventuell ist es halt wirklich eine Rettung. So, Ragnell gegen diesen Adler. 30 mal 2. Ragnell ist halt einfach ein geiles Schatz. Und genau so hatte ich eigentlich, wo ich das am Anfang des Let's Plays erzählt, einfach, dass wir anfangs der Aufnahmesession erzählt, davor tausende zu folgen. Habe ich ja Ike als Amiibo rausgeholt bei meiner Arbeit. Und da hatte er genau, sah er genau so aus mit Ragnell in der Hand, diese blaue Rüstung als Lord und so. Schon super geil. So, Marcia oder Tanif? Marcia wird sich dem annehmen. Hat jetzt angefangen? Ne, warte, Tanif hat es angefangen. Aber spielt ja keine Rolle. So, und Tanif kann halt entweder Verstärkung rufen oder sie nimmt sich den Vogel hier an. Der mit dem Donnerschwert gut zu besiegen ist. Das ist gut bei den Gegnern hier. Ragnells Fernkampf sieht übrigens nicht besonders spannend aus. Um euch das mal zu sagen. Der Meister Axt, ja, okay. Da ist gerade kein Gegner, ne? Dann nehmen wir die Silberlanze in die Hand. Wie stärker hat er eigentlich? 37, eieiei. So, Level up, Level 6. Könnte sie Magie benutzen, wäre sie ein echt starker Magier. Weil sie ist halt Heiler. Was sollen wir machen? Und Iliana kommt wie immer nicht hinterher. Ranulf verwandelt sich bald, das ist gut, dann kann er schon mal da hinterher. Ena auch sehr bald, aber noch nicht nächste Runde. Der Raisin ist ja auch noch da. Der auch nie hinterherkommt. Doch fliegen die da jetzt drüber einfach? Die Bahn auch nicht. Die Bahn läuft mit uns den Weg. Gut, dass ich die Waffe gewechselt hat.
Jetzt kannst du uns was gucken. Ja, okay, wir haben genug Platz für die letzten zwei Missionen jetzt noch. Eieiei, danach kann ich. Oh, muss aber eigentlich noch aufnehmen heute. Ach ja, mal gucken. Das wäre ja auch vieles vorbereitet, als ich mich hier reingeschlichen habe, aber dieser Ort ist unglaublich. Wer, was in Asheras Namen geht hier vor? Warum sind die Lagus hier so seltsam? Hä? Oh, du magst das nicht? Ich auch nicht. Der Helm und diese Rüstung schränken die Bewegungsfreiheit unglaublich ein, weißt du? Na, Lien, 20 Jahre ist es her, aber ich bin immer noch ein attraktiver Anblick. Findest du nicht? Wie ist der mit den Flügeln? Wie viel hätte der in die Rüstung gepasst? Naja. Ja, ich habe mich nicht sehr verändert, wie? Und du wusstest sofort, dass ich es bin, nicht wahr? Ach, ich bin froh, dass du überlebt hast. Es tut sehr gut, dich wiederzusehen. Nun, gehen wir die Probleme an. Wir haben die Strapazen auf uns genommen, aus diesem Turm zu fliehen. Daher will ich jetzt nicht auf der Speisekarte unserer verrückten Vettern landen. Der Plan steht, sieht vor, uns mit Nea Lucci zu treffen. Los geht's, Lien, halt dich gut fest. So. Ich zeige euch jetzt mal den Fernkampf von Arknell. Ist nichts Besonderes. Also sieht wirklich nicht besonders aus eigentlich. Er schießt quasi so eine Schneise irgendwie. Sieht nach nichts Besonderem aus, wenn man es so will. Level 20. Ja, ich würde gerne Fene weiter trainieren. Kann auch mit der ganzen Zeit Silberlanze töten, ne? Ich brauche gar keine Lagus-Waffe. So. Raisin. Diana kann ja eh nicht weit kommen. Daher. Warte mal, da ist ein Drache. Wie weit kommt der? Okay, er wäre so weit gekommen, um Iliana tatsächlich anzugreifen. Wollen wir erstmal nicht haben? Drachen soll schon wohl überlegt sein, weil die haben schon Power. 36 Stärke, die sind so stark wie Tiban. Fast zumindest. Und ja, wir wollen uns dann nicht zwingend mit den Drachen sofort anlegen. Wir müssen gucken, dass wir gemeinsam dahin laufen. Mehr oder minder gemeinsam. Liana wird natürlich immer wieder zurückgehalten, weil sie zu langsam ist. Kannst du sie nicht stoßen oder sowas? Bei Ena ist mir so oder so egal eigentlich. Ich werde sie nicht mitnehmen jetzt für die letzte Mission. Werde ich sie jetzt auch nicht mehr anfangen zu trainieren. Ja, sie ist ein fucking Drache und sowas. Ja, sie mag sehr stark sein. Aber trotzdem. Ich werde sie jetzt nicht anfangen zu trainieren, nur weil sie ein Drache ist. Doch dazu ist sie ein pinker Drache. Schön. Okay, die Bahn legt sich mit den Drachen an. Dann sollten wir ihn jetzt so schnell wie möglich zur Hilfe kommen. Kein Schaden, ei. Ach ja. Der Drache hat sich bewegt. Na gut. Ärgerlich für den Ritter, aber. Was ist der für ein Schwert? Auch ein Runenschwert oder was? Das ist etwas so nicht selten. Das ist hier tatsächlich noch einer. Ich krieg meine blöde Hose nicht auf.
Was ist denn los? Sie schauen alle in dieselbe Richtung. Die Bahn und seine Freunde? Sehr gut. Das wird wunderbar klappen. Deine Nestling, endlich haben wir dich gefunden. Na, Lucci, du bist ja eher hier, als wir erwartet hatten. Du hast deine alten Schwinger aber bis an ihre Grenzen gebracht, ne? Ich konnte doch nicht zu spät zur Rettung unserer geliebten Lady Lien kommen, nicht wahr? Oh, was für ein elysischer Anblick. Seht eurer lieben verstorbenen Mutter so ähnlich, oh. Hey, ich spare dir deine Tränen für später. Während die Bahn und die anderen sich um den Feind kümmern, müssen wir fliehen. Ja, ja, natürlich, hier entlang. Fast. Leg die Hose auf. Oh, sie ist jetzt ein Drache. Herzlichen Glückwunsch. Und wie viele Leben hast du? Stärke 25. Oho. Der echt schwächer als seine Freunde. Ah, der Rechenrunenschwert, lol. Nicht töten, aber immerhin schwächen. Die Hose, ich schwör's euch. Naja. Sascha ist jetzt online. Weil man war nicht eben auch online oder war jetzt die ganze Zeit im WoW drin? Ne, die Laugustanze brauche ich jetzt gar nicht, ne? Die Balance. Protein. Kriegst du auf noch? Sag's nicht, die Folge geht die Hose noch auf. Ach, Mann. Konnte ich die Hose nur auf der Arbeit tragen, ja? Also dauernd aufs Klo gehen. Ich verstehe es nicht. Ich habe die Hose jetzt nicht von der Arbeit aus noch an, sondern ich war tatsächlich in Jeans auf der Arbeit. Was ein extremer Fehler ist, weil es jetzt schon warm werden kann, ne? Aber. Ja. Ich habe die angezogen, als ich dann heute einkaufen war. Und die zwei auch noch. So. Ena, du bist so nutzlos wie alles andere auch. Und langsam noch dazu. Zeit jetzt. Ah, mein Gott, ey. Ey, der Gegner ist ja noch dran. Hab ja noch Zeit, die blöde Hose zu knacken. Ich merke schon, wie es sich langsam löst. Aber es ist halt blöd. Ich habe halt einen Knoten reingemacht, ne? Ihr kennt es ja jetzt so. So Jogginghosen und ne, Knoten reinmachen und sowas. Ich bin so froh, wenn es wieder draußen ist. Ey. Das Ding ist, dann hast du es da festgeschnürt, dann juckt es dich an den Eiern oder sowas und dann kannst du dich nicht kratzen, weil du einfach die Hose nicht aufkriegst dafür.
War jetzt ein sehr ehrliches Beispiel, weil es nämlich gerade vorhin wirklich so war. Das ist schlecht, sie kommen immer näher. Es gibt nicht genug Biester. Jemand, irgendjemand Hilfe, geh und finde Master Izuka sofort. Das schwitzt schon an den Fingern, weil es so anstrengend ist. So, er hat den Drachen einfach niedergemoscht. Er hat da unten einen echten Falke überlebt. Ich hab's ja fast. Sorry, ich bin glaube ich kaum noch in der Kamera, ne? Ah ne, ich bin auch recht. Ich bin auch ganz okay in der Kamera. Aber wie sieht's eigentlich aus mit den Drachen? 50, nicht so viel. Nicht so gut, meine ich. Iliana ist gut gegen alle. Weil ich ihr ja alle Magie gegeben habe. Aus in weiser Voraussicht. Die auch Wind gegeben, ist sie gut gegen die ist. Es ist trotzdem stärker mit Thoron, würde sie ihn trotzdem töten, was sie auch machen wird. Das wird ein sehr langer Kampf. Ich kann weiter probieren, meine Hose zu öffnen. Das Ding ist, man merkt dann langsam, wie sie es öffnet, aber nur ganz langsam. Und die Geduld, der Geduldsfaden zieht sich immer länger und länger und länger. Und man weiß nicht, wann der Geduldsfaden reißt und man die Schere holt, um es einfach aufzumachen. Niemand weiß das genau, wann genau dieser Punkt eintrifft. Wir müssen uns jetzt halt gemeinsam um diesen blöden Drachen kümmern. 32 Schaden mache ich gegen den Drachen. Lethe dürfte extrem kacke gegen den Drachen sein. Ja. Xia dürfte gar nicht so kacke sein eigentlich. Ist extrem scheiße. Jetzt ist das Stormblade ist stärkste. Das Stormblade ist so stark wie Ragnell. So viel mal dazu. Ja, sie kann ihn nicht töten, und er tötet sie fast. Aber so viele Gegner sind da ja gar nicht mehr, ne? Eigentlich muss ich mit Ike nur einen guten Schlag setzen. Eigentlich, es könnte reichen, wenn ich mit Ike zuschlag. Aber nur wenn er Aetir einsetzt oder so. Was er nicht macht. Ätzende Scheiße. 25 Leben hat er noch. Wie sieht's mit dir aus? Kannst du ihn töten? Er könnte ihn töten, ja. Dann töte ihn. Töte den Drachen. Los. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, in welche Richtung sich der Knoten am ehesten löst. In welche Richtung? Ich will ihn auch nicht zu weit. Ich will auch nicht zu sehr ziehen. Weil ich am Herbst Angst habe. Müssen wir jetzt noch um die zwei Vögel hier kümmern. Das ist einfach. Silberschwert reicht, nimm. Nimm ihn hart und schnell. Das löst sich schon. Ah, Sascha ist auch am Aufnehmen. Er spielt jetzt Dead Cells. Auch ein gutes Projekt. Schaut ruhig mal bei Sascha vorbei. Ich glaube, Dead Cells könnte lange vorbei sein, bis der. Ich bin mir nicht sicher, wie lange Dead Cells geht. Daher könnte es schon lange vorbei sein, bis ich hier. Bis ich. Bis das. Bis diese Folge erscheint, könnte Dead Cells schon längst fertig sein. Weil, wie gesagt, seit der heutigen Aufnahmetag ist immer noch nur Fire Emblem Folge 3 außen. Ja. Und ich nehme das Spiel gerade zu Ende auf. Das gibt's nicht. Ich leg die Hosen nicht auf. Irgendjemand besonders leben oder so? Eigentlich niemand, wirklich. Nefine, heilen wir Nefine. Halt ein kleines Problem. Eigentlich haben wir kein Problem.
Na, Ena ist mir egal. Liliana kann ich getrost mit nach vorne stellen, weil die wird eh nicht angegriffen. Wir warten jetzt erstmal hier und gucken uns an, was unsere Freunde und Gegner so machen. Bahn ist so unfassbar stark, ne? Es wäre hart gewesen, hätten die Tibanen eingeschläfert. Ich meine, Tibanen hätte sich nicht mehr wehren können. Ist das ein Biest? Mich sehen sie alle gleich aus. Wie konnte es so weit kommen? Ah, mir gefällt es überhaupt nicht. Ich denke, ich zerstöre es, um sicher zu gehen. Er ist sehr stark. Das ist nur ein Drache, ne? Jetzt hat sie keinen Lagusbrecher. Also sie krittet doch eh nicht. Ich krieg die Zuppe immer noch nicht auf, ey. Mann, Mann, Mann. So. Ups, da, sorry. Liliana, du kannst da auch mal deinen Wert beweisen. So kannst du keinen töten, Liliana. Ich verstehe es nicht. Warum gerade gegen dich? Der Biorhythmus scheiße oder so? Keine Ahnung. Nobody knows. Du kannst dich übrigens zurückziehen. Er kann sich nicht zurückziehen. Wie versperrt ihm den Weg? Bei Freunden machen wir keine Ausnahme. Er wird sofort die stärkste Waffe benutzt, wenn der Ausweg versperrt wird. Sofort zu Alia, lass dich heilen. Dann ist alles okay. Wenn wir den Typen mit der dem Schlaf mal niedermetzeln. Waffenlevel gestiegen, schön. Haben wir es ja fast geschafft, die Mission.
Wenn ich jetzt aufs Klo müsste oder sowas, ja, und ich war schon seit 8 Stunden nicht mehr auf dem Klo. Seit 9 Stunden nicht mehr auf dem Klo, sorry. Also war ich, heute war ich noch gar nicht auf dem Klo. Also 9 Stunden kommt schon hin. Da oben ist übrigens immer noch ein Gegner. Und sie leider nicht ran, schade. Und jetzt, wo ich es gerade erwähnen, ich hätte es nicht erwähnen sollen. Jetzt, wo ich es gerade erwähne, kommt es wieder. Kommt das Gefühl, dass ich aufs Klo muss. Also langsam, aber sicher. Das ist nicht gut. Anulf, du gehst auch nach vorne. So, und Alia, gibt es jemanden zum Heilen, der in der Nähe ist? Ja, hier. So, ja, ich kann ja währenddessen nicht wieder probieren, meine Hose weiter aufzumachen. Auch wenn der gegnerische Zug nicht mehr lange dauern dürfte. Mann, warum gehst du nicht auf, du scheiß Knoten, ey? So ein Dreck, ich muss doch bald pinkeln, ne? Könnt ihr nicht machen mit mir. So, jetzt tötet mir diesen Halunken vom Gegner. Joffrey, willst du so frei sein? Bring ihn bitte um. Ike geht rein, besetzt das Ding. Master Izuka, ruft ihn. Bitte nicht. Bitte lass die Izuka nicht rufen. Level 20. Der dritte im Bunde Level 20 erreicht. Nix. Nichts erhalten. Da weg mit. Ragnell. Ike. Besetzt das Ding. Unter eine Stunde haben wir ihn mitgebraucht jetzt für die Mission. Aber jetzt, wo wir einfach nur durchrennen können. Ike, gibt es irgendeine Spur von ihr? Nein, ich kann sie nirgends finden. Yen, wo bist du hingegangen? Hallo, hallo alle miteinander, gibt es irgendwelche Probleme? Nezala. Oh, König von Kilvas, wie nett. Ich glaube, ich habe ihr etwas, nachdem ihr sucht. Yen, du bist in Sicherheit. Ihr habt sie gerettet? Na, hör gut zu, ich will nicht, dass es mir hiermit zu Missverständnissen kommt. Es war Tiban, er hat mich dazu gezwungen. Das hat überhaupt nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es handelt sich um die Wiedergutmachung einer Schuld. Ich wusste, es würde sich auszahlen, euch zu wählen. Exzellente Arbeit. Ihr könnt mir meinetwegen den Bauch pinseln, Falkenkönig, aber es wird euch nichts einbringen. Wie versprochen ist die Sache mit dem Herzog Tanas komplett aus der Welt geschafft. Ja, wie abgemacht. Nun, dann entschuldige ich mich jetzt. Es gibt keinen Grund zur Eile, oder etwa doch? Da ihr schon einmal hier seid, kaum helft ihr uns nicht mit König Ashnod. Das war eine ausgezeichnete Idee. Was? Genug von dem Blödsinn. Vorzüge es, mein Leben zu behalten, danke. Hör mir zu, Lien. Ich habe keinen Grund, den König von Daen zu bekämpfen. Keinen guten Grund? Was mit eurem Untertan? König Ashnod hat ihr wahres Wesen unwiderruflich verändert. Sie haben Kilvas auf eigene Faust verlassen. Wer jetzt soll meine Verantwortung für sie reichen? Du. Master Ike, es tut mir leid, euch unterbrechen zu müssen, aber... Was ist denn, Ena? Ich möchte euch allen etwas zeigen. Könntet ihr bitte mit nach unten kommen? Dieser Turm hat einen Keller. Wir haben eine verborgene Treppe entdeckt. Was sich in ihrem Ende verbirgt, ist beunruhigend. Dann los. Ja, man sieht jetzt nichts Spezielles oder sowas, aber... Wonach riecht es hier? Nach Fäulnis. Es ist zu dunkel, wir brauchen Licht. Was ist das, oh, um Himmels Willen? Was ist das? Antworte mir! Anulf? Lagus, irgendwann waren sie Lagus. Man sieht ja Kerker jetzt auf dem Bild, man sieht jetzt nichts Spezielles oder sowas. Oh, das ist einfach schrecklich.
Natürlich ist es schrecklich. Ich hoffe, Ranulf und den anderen geht es gut. Sie taten so, als wäre nichts passiert, aber ich konnte ihren Schmerz fühlen. Dieses Verlies war das Abscheulichste, was ich jemals gesehen habe. Ich bin so froh, dass ihr nicht da wart. War es so schlimm? Es war Barbarei jenseits aller Vorstellungskraft. Dort lagen mehr Leichen von Lagus, als wir zählen konnten. Wir waren gefoltert worden, verdreht und entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Ah, so grausam. Warum würde Ashnat so etwas tun? Was sind seine Absichten? Der König rief kräftige Beorg zu sich. Aber bevor er sie in seine Dienste stellte, musste er sehen, ob sie es auch wert sind. Er testete sie, indem er sie auf diese Lagus setzte. Ashnat zieht in den Lagus, sieht in den Lagus Mittel zum Zweck, in seinen Zwecken, das ist alles. Das sind Instrumente, die er nach Belieben einsetzt. Ich habe davon gehört, dass er Gelehrte zu sich ruft und ihnen befiehlt, sich alle Arten von Experimenten auszudenken. Sie verwendeten Elixiere, um sie in den Wahnsinn zu treiben und um sie in ihrer tierischen Gestalt einsperren zu können. Ihre Lebenserwartung nahm dramatisch ab, aber für eine kurze Zeit wurden sie extrem stark. Danke, dass du uns das erzählt hast. Dank dir haben wir Lien gefunden. Du bist nun frei, du kannst tun, was immer du magst. Ich werde zur Hauptstadt gehen. Bitte nimm dich in eure Armee auf. Das musst du nicht tun. Es könnte schwer werden, wenn du gegen deine ehemaligen Gefährten kämpfen musst. Nimm dich mit, es gibt da etwas, das ich tun muss. Bitte, Master Ike. Also gut, kämpfen wir zusammen. Ja, liebe Leute, und damit befinden wir uns immer noch nicht im Finale, aber General Ike, die Armee ist am Stadtrand von Melio angekommen. Wir warten eure Befehle, Sir. Sehr gut, sag unsere Leute, sie sollen sich bereithalten und auf meine Anweisungen warten. Endlich werden wir dem König von dahin gegenüberstehen. Ja, dieser Krieg wird ein Ende finden. So scheint es. Hä? Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, natürlich nicht, das ist es nicht. Aber was? Einige Soldaten haben gesagt, ihre Chancen auf eine Beförderung verringern sich, wenn der Krieg vorbei ist. Wir wollen weiterkämpfen, obwohl Krimäer und auch dahin so viel Leid erfahren haben? Nein, das meinte ich damit nicht. Ich entschuldige mich. Ich werde die Männer informieren. Ja. Aber liebe Leute, das war's jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Finale. Bis dahin, haut rein. Ciao. Das Finale wird eine lange Folge. Bis dann.